Also sind wir. Nein! Aber da haben wir zumindest den Schlüssel schon mal, ne? Das ist ja auch schon was. Das wollte ich halt jetzt noch nicht. Ich wollte mich da oben eigentlich noch ein bisschen umsehen, ne? Zurück kann ich nicht mehr. Naja, und zu dem Zeitpunkt fing halt auch alles mit der Psyche an. Ach, war das noch davor? Okay. Interessant. Sturmgewehrmuni? Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah, ist das ein Shortcut? Bin ich jetzt bin. Ach Gott, hier. Ah, hier bin ich. Okay, dann kann ich hier wieder rauflaufen und da, wo ich gerade war, zurücklaufen. Okay. Ja, weißt du. Ich meine, ich habe mir schon mehr überlegt, was ich alles in WoW noch so machen könnte. Und da. Wo bin ich hier? Also, du bist jetzt aufgestanden. Du hast dir einfach gedacht, ich stehe mal wieder auf. Hä? Ah, guck an. Wie sind der jetzt so schnell darüber gekommen, sag mal? Wir helfen zum Beispiel. Ach, komm auf. Willst du echt Hilfe auf 120 haben? Willst du nicht der krasse Typ sein, der behaupten kann? Leute, ich habe einen neuen Charakter gemacht und habe es alleine geschafft, auf 120 zu kommen. So, jetzt kann ich nochmal gucken hier. Da bekomme ich wahrscheinlich die ID-Card drin. Oh. Warte, wo bin ich denn jetzt? War ich hier schon mal? Ja, so, das ist eh hier wieder. Ich bin skeptisch, dass die wirklich tot sind, ne? Das ist gerade so mein. Ah ja, hier ist nur der Locker Room quasi. Alleine zocken raubt mir den Spaß am Spielen und ich habe nicht damit gerechnet, dass Leveln so öde sein kann. Wieso hast du nicht damit gerechnet? Was meinst du, warum ich immer gesagt Krankenhaus-ID-Karte? Warum ich immer gesagt habe, dass. Das Leveln kacke ist, dass ich Leveln hasse. Glaubst du, ich habe das einfach spaßhalber gesagt, weil mir langweilig war? Okay. Den Schlüssel können wir wegwerfen, den brauchen wir nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn du ein Key-Item wegwirfst? Das. Kannst du gar nicht, okay. Wollte nämlich schon wissen, was passiert, wenn du eins wegwirfst, das du noch brauchst. Da ist ein Autosave, das ist nicht gut. Holy shit! Ach, du bist so einer, okay. Na gut. Ich glaube, es ist ja ziemlich empfindlich, was Blendgranaten angeht, oder? Guck mal. Eieiei, wie viel hältst denn du aus, Kollege? Aua! Das war jetzt einiges. Bist du tot? Ich denke mal ja. Alles klar. Levelst du gerade schon? Oder guckst du jetzt Stream hier? Ganz, ganz, ganz faul. Na, du hast ja noch einiges vor dir. Achso, hier bin ich. Okay. Darüber wollte ich. Gucke Stream und Level dabei. Ah, alles klar. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, warte. Das ist jetzt hier drüben. Bevor ich bin da nämlich runtergesprungen und wollte es eigentlich noch gar nicht. Okay, da kann ich nicht hin. Hier haben wir Sturmgewehrmuni.
So, ich nehme an, du willst dann nicht mit, wenn du Resident Evil spielst. Absolut richtig, Johnny. Ich geh heute nicht raiden. Das war ich gestern erst. Ich werde mir wahrscheinlich dann einfach, wenn ich es nachholen will, wo ich mir noch nicht sicher bin, aber ich suche mir da. Entweder mache ich es mit dir, wenn du nochmal Bock hast, ansonsten mache ich es allein mit Randoms oder mit mehreren mit Randoms. Chitoge, grüß dich, wie geht's dir? So, irgendwas klopft da gegen die Tür. Ich. Ah, ist ein Tresor, guck an. Ah, den will ich gerne haben. Allerdings brauche ich da irgendwo noch eine Notiz zur Kassettenaufnahme. Ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation, mit dem wir dann mit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen und mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Es ist ein Schwein. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Alles klar, danke. Solange ich lieber den Code haben, aber ist gut. So, kann ich hier mit dieser IT-Karte rein? Jo. Kann. Will ich aber noch nicht. Ey, jo. Moin. So, wenn ich das jetzt richtig time. Genau. Komm her. Komm her. Ah, verdammt. Falsch getimed. Er wollte mich doch verarschen, oder? Ah. Jesus Christ. Na, ah, verdammt. Gut, das hat mich jetzt etwas auf den kalten Fuß erwischt hier. Dass dann auf einmal viele Leute hinter mir standen und ich keinen Ausweg mehr daraus hatte. Gangbanged, ne? Ah ne, jetzt bin ich wieder hier. Muss das sein? Da habe ich schon alles gelootet, ne? Ja, die Karte habe ich. Jetzt kommt das Vieh schon wieder, hey. Oder? Ja. Ach, come on. Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen, dass sie mir das alles hier nochmal herzeigen, ne? Servus. Hau mal ab hier. Hui. Ausweichdodge hier. Ausweichdodge vor allem. Ne? Okay, der ist down. Gut. Gleich ist normal hier. Mit dem Aim brauchst du den PS2 nicht anlocken. Ja, hallo? Mit dem Aim? Müssen wir auch mal wieder spielen? Ja, jetzt erstmal alles in WoW abfarmen, was es so in WoW gibt. Dann. Okay, nicht hier lang. Alles schön nach der Reihe, ne? So. Wir haben halt noch echt viel zu tun in WoW auch, ne? So, Sturmgewehr-Muni. Das Ding ist, ich meine, ich habe jetzt 450er Item-Level. Und ich habe eh schon überlegt, ob ich mir da irgendwie eine. Habe in Domi schon einen Termin für PS2 gemacht? Okay. Kann er überhaupt spielen? Am Freitag, weil du so Final Fantasy machst. Ja gut, das ist kein Ding, das können wir machen. Achso, da kann ich gar nicht durch jetzt momentan. Sowas. Ah, PS2 geht. Okay, weird. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir irgendwie eine Gilde suche oder eine eigene mache in WoW jetzt dann. Ah ja. Okay. Diesmal machen wir das anders. So. Ein bisschen mehr Platz. Ne?
glaube, der ist dead. Was? Ach, was? Aber WoW und Warhammer gehen nicht. Ach ja, schau dann 3 Tage ununterbrochen Internet. Oh, nice. Geht's jetzt wieder? Schön. Wir können versuchen, dich bei mir unterzubringen, aber erst 2 Wochen lang rummachen. Was meinst du, 2 Wochen lang rummachen? Schau, das Ding ist, erstens bin ich Tank, ne? Johnny. Okay, ich kann da rein, sehr schön. Ach so, ja, das meinst du, okay. Erstens bin ich Tank. Und ich würde auch gern Tank im PvE bleiben und nicht auf Windwalker umswitchen. Und die haben sicher schon 2 Tanks, von daher... Ich glaube nicht, dass das so viel Früchte hätte. Oh, eine Handgranate. Die hätte ich gerade gebraucht, to be honest. Und zweitens, die raiden halt schon müffig, weißt du? Ja, aber HC können die bestimmt tauschen oder so. Ja, das kann sein. Aber ich weiß nicht, ich meine, man kann darüber nachdenken, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir letztes Mal schon. Ja komm, dann kommen immer 2 Grüne und fertig. Die Diskussion hatten wir letztes Mal schon, als wir WoW gespielt haben in Legion mit der Gilde. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, ich steige ungern direkt bei Leuten ein, die schon mehr gemacht haben als ich, also in einem höheren Niveau quasi oder im Progress. Ich mache das lieber von unten auf mit. Das ist halt jetzt mitten im Adder natürlich ein scheiß blöder Zeitpunkt, dafür da gebe ich dir recht. Weil du das sicher sagen würdest jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst und das habe ich mit denen auch so gemacht. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Oh nee, nicht schon wieder solche Viechis hier. 2 sogar? Ja, GG. Aber wenn du das immer so machst, lösen sich ständig die Kill... Ja, das ist richtig, ne? Das ist hier irgendwie anders? Meinst du? Sturmgewehrmuni? Alte Trulle? Na komm her. Ah, ich schon wieder zu spät gedrückt. Jesus. Mach dir eine eigene Punkt. Ich habe ein Jahr lang Pause gemacht und hatte noch eine Gilde. Das war mal was Neues. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das ist wirklich was anderes. Aber ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir können mal schauen. Wenn sie mir sagen, okay, pass auf. Wir machen einen Twink-Raid oder wir machen eine Twink-Gruppe, so allgemein gesagt, ne? Und da brauchen wir noch unbedingt einen Tank, dann sehr gerne. Vor allem, wenn sie dann gewillt sind, wirklich die Boss-Mechaniken zu erklären. Sind das noch dieselben von damals in Legion, mit denen ich mitgeratet habe als mit Mistweaver? Mistwalker. Nein, sind andere? Okay. Ah stimmt, die Gilde hat sich damals aufgelöst, ne? Das sind die gleichen von einem Jahr, mit denen ich geradet habe. Die in Legion Hubs haben sich 3-mal aufgelöst, ja, GG. So, hier sind... Ja! Nope! Shit! Nein! Ich mag nicht! Ah, das wird mies werden. Das wird mies werden. Heilung. Ich brauche Heilung. Wenn du deine eigene Gilde machst, wird Shin dein Top. Ah, Shin ist doch da. Alter. Jetzt rein. Ah, das kann man kontern. Oh. Na, das muss einem. Au. Gesagt werden. Was sollen die darstellen? Zombies und Krokodile, die Menschen gebissen haben? Ich weiß nicht genau, was das ist. Das müssten wir nachlesen. Schwiegermütter. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay, den Raum da, den werden wir anders klären und ich weiß schon wie. Das werden wir mit einer Blendgranate kombiniert mit einer Granate machen hier. Alles andere ist mir zu doof. So, Mädels, grüß euch. Bist du tot?
Nein, bleiben Sie liegen. Sir, bleiben Sie liegen. Dankeschön. Ich meine, das Ding ist halt echt eine eigene Gilde. Oh, hier ist ein Shortcut. Oh, das ist ein Shortcut. Eine eigene Gilde machen ist halt zeitintensiv und ich glaube nach wie vor, dass ich da nicht genügend Leute dafür hätte. Aber es wäre halt cool, ne? Es wäre schon cool. So in der Theorie. Kannst du irgendwie knicken? Zu aufwendig. Ja, es ist auf jeden Fall. So, grüß euch. Aua. Au. Ah, jetzt ist aber. Kollege. Ah, ich bin doch gesund. Alles klar. So. Ciao, bye bye, Baby. Das war doch. Also, ich meine, ne? Das war effektiv und effizient. Du musst zu lange und ernsthaft bei WoW bleiben. Das stimmt. Das stimmt. Eine eigene Gilde, da wird das wirklich dedicated WoW als Hauptspiel oder als einziges Spiel spielen. Gerade als Streamer, denke ich. Aber was? Mach es wie Flo? Was meinst du, wie Flo? Nur weibliche Mitglieder? So, Kassettenrekorder. Kann man den jetzt anhören irgendwie? Zurücksetzen? Ja, von. Oh, darin ist die Kassette. Okay, für die Personalabteilung. Ja, und wie spiele ich das jetzt ab? Hier? Nee? Ich hab sie doch. Oder muss ich da jetzt zu Chill zurück? Die Idee gefällt mir. Zeit für ein E-Girl. Achso, den brauche ich für die Tür, stimmt. Für die Stimmerkennung hast du recht. Hast du vollkommen recht, Offline. Da hast du vollkommen recht, wa? Moin. So, dann haben wir hier eh den Shortcut offen, ne? Ich wette, genau für den Raum habe ich die Granate bekommen. Weil ich habe so das Gefühl, in Resident Evil ist es tatsächlich so, als jetzt im dritten Teil du bekommst. Ich laufe gerade den unnötig langen Weg. Du bekommst genau dafür, also das Equipment genau an der Stelle, für die du es brauchst. So, wann jetzt hier die andere Tür? Hier, ne? Sag ihm das nicht. Was? Ah, nee. Was? Ich hab gekontert. Scheiß Viecher. Was? Sag ihm das nicht zu viel, sonst hat er wieder Gottkomplexe. Was meinst du mit... Ach Gott, jetzt bin ich schon wieder hier. Was meinst du mit Gottkomplexe? Wer? Wieso? Also du, wenn gut, also weil ich gesagt habe, es ist nicht, da hast du recht, oder was? Bekommt der Gottkomplexe, wenn er einmal recht hat? Ah. Tatsächlich. Das ist aber eine Charakterschwäche, ne? Bevor er nicht meine KD in PS2 fährt, kann er sich hinten anstellen. Ah, das war jetzt dumm. Also jetzt sind sie beide wieder drin, okay. So, das probieren wir nochmal. Guten Tag! Ah, schmeiß doch hin, ihr! Blub! Scheiße! Was ist der jetzt am... Der ist jetzt am Kinnhaken gestorben. Lul. Okay, alles klar.